Yo, hier ist wieder der Dirk von den Dark Productions. Heute habe ich jemanden mitgebracht für dieses etwas andere Video. Stell dich doch einfach mal vor. Yo. Hallo. Ja, das ist auf jeden Fall der Yonix. Der will heute mit mir ein bisschen aufklären. Nennen wir es einfach mal aufklären. Ja, wir haben uns heute eigentlich hier eingefunden, um Karrieren gnadenlos zu beenden. Wir ficken die Leute jetzt. Weil es gibt einfach Menschen, die nicht wissen, an welcher Stelle der Nahrungskette sie stehen einfach auch, ne? Ja, sie wissen einfach nicht, wie sie sich gegenüber anderen zu verhalten haben. Ja, vor allem gegenüber dem Legenden-Duo zu verhalten haben. Die Leute wissen halt nicht einfach, wo ihr Platz ist, und wir wollen denen heute zeigen, wo ihr Platz ist quasi, oder? Ja, über wen reden wir denn? Der erste Patient meiner Meinung nach wäre Dan. Dan Boss? Dan Boss. Aber nicht so der Boss, oder? Ja, das merkt man schon direkt, wenn man den Namen hört. Siehst du der Dan Boss? Da ist irgendwas falsch, nämlich ein Boss ist an allererster Stelle nicht. Ich glaube, der spinnt. Der ist komplett krank, spielt den ganzen Tag Multi-Team und invitet da seine scheiß Noobs 200 Stunden in den letzten 2 Wochen und rafft absolut gar nichts. Hat keine GPs, keine Nuklears. Ohne Inviten würde der sowieso gerade mal 6 Nuklears haben. Und jetzt packen wir noch eine Insider-Information aus, die uns jetzt Informant gebracht hat. Das weiß auch noch nicht. Pack einfach mal aus. Das ist Top Secret quasi. Also auch nicht jetzt direkt rumerzählen. Ich hab ein bisschen hier Nachforschungen betrieben und ich hab da rausgefunden, dass die Mutter von Samus einfach heroinabhängig ist. Ja, und das muss man auch sagen. Die will Samus natürlich dann seinen YouTube-Kanal auch nicht ohne Grund gegründet hat. Der will natürlich dann seiner Junkie-Mutter halt ein bisschen Geld auch quasi zurückgeben können für ihre Drogen. Ja. Weil sie kommt davon einfach nicht mehr weg. Da muss ich aber auch Props geben. Dan hat sich dann auch ein Bein amputieren lassen. Ja, Ehrenmann, der Typ. Weiß nicht, gibt's da noch mehr zu Samus zu sagen? Also, auf jeden Fall krasse Aktion von Samus, dass er sich ein Bein für seine Mutter amputieren lässt. Ich würde das nicht machen. Jungs, das ist hier auf jeden Fall First Take, One Take. Nicht, dass ihr meint, dass wir irgendwas hier versuchen zu faken, irgendwelche Lügen euch aufzutischen. Und ganz ehrlich, ich würde auch meine Abonnenten nie anlügen. Ihr wisst, ich habe noch nie gelogen. Und das ist, also, wie Mars und Scorpio, weißt du, der sagt, wie er mit seiner Abonnenten nie anlügen, aber jedes Mal. Ja, also, jetzt seht ihr nochmal auch noch rein, kurz. Ne? Wie gesagt, manchmal werden auch von den Leuten hier ein paar Bilder eingeblendet. Ja, Video, wenn ich welche gefunden habe, wenn wir Nachforschungen betrieben haben. Wenn die Mutter ein Problem mit dem Bild hat, soll sie sich einfach bei mir melden. Nummer hat sie ja schon. Ja. Machen wir weiter mit Danex YouTube. Danex YouTube, wer ist das eigentlich? Das habe ich mich im ersten Moment auch gefragt. Aber dann habe ich vor 2 Monaten mal gesehen, habe ich gesucht, öffentliches Spiel, Moshpit. 6 Leute waren in-game, habe ich mal reingesucht. Ja, hab irgend so einen Vollidioten gefunden, der da meinte, seine Nukes einzuladen, einmal reingejoint, mal kurz ein Nuklear gedroppt, auf dem eine 120 Sekunden Nuklear, ein kleiner Quickfuck, habe ich das auch unter anderem genannt. Keine Nuklear auf dem gedroppt. Das ist langsam echt die Frage. Wenn einer sagt mir, ja, ich habe noch keine Nuklear auf dem gedroppt, ich kann dann vielleicht dranholen, dann kannst du gegen den mal 1-1 spielen. Das ändert sich dann eigentlich auch ganz schnell. Der Status so, ich habe noch keine Nuklear auf Danex gedroppt, kann man eigentlich ganz schnell besiegeln, so das Teil. Ja, und dann kassiert er eben von jedem eigentlich eine Nuklear und spielt dann mit seinen scheiß Dian da seine Triple Nuklears hoch und feiert sich komplett den Arsch weg. So, nicht viel zu dem, der ist ENNN. Dann würden wir anfangen mit SYNTIX, Syntex auch in anderen Kreisen genannt, ist mir jetzt auch im ersten Moment auch nicht wirklich ein Begriff. Und dir? Wer ist das? Zwei, oder? Ja, wieder mal einer von denen. Ne? Ja, ich habe aber wirklich, ich kenne einen Real-Life-Kollegen von dem auch sehr gut über meine Skype-Beziehungen und so. Der wurde mit 3 Jahren, also ist echt nicht witzig und so, habe ich halt von dem erfahren. Geschichte. Der wurde mit 3 Jahren in der Türkei ausgesetzt. In den Bergen halt wurde der gefunden. Wegen auch der türkischen Akzent. Und dann wurde der dort eben von Ziegen großgezogen und ernährt. Er hat die Brust bekommen von der Ziege. Und ja, seine Ziegenmutter hat ihm wirklich halt alles gegeben, was er braucht. Und seit seiner ersten Double Nuclear ist er komplett abgehoben und schätzt sie nicht mehr wert. Er kennt seine Mutter nicht mehr. Er weiß nicht mehr, wo er hingehört. Wie gesagt, habe ich ja schon angebrochen. Manche wissen einfach nicht mehr, wo sie hingehören.
Deine Wurzeln. Ja. Die Wurzeln sind halt in den türkischen Gebirgen. Es ist halt einfach so. Die hat ihn im Bauch getragen, 9 Monate. Der nächste ist giftig. Was? Wer? Giftig, toxic, auf toxic. Englisch. Der giftige. Kompletter Hurensohn. Fragt, der ist dann so einer, der geht mal so zu einem Mädchen hin und sagt, ey, Digga, kannst du mir ein Nameschild machen, so für meinen Steam-Account? Das ist wirklich absolut peinlich, der Typ. Ich weiß nicht, ob ihr das machen würdet, so zu eurer besten Freundin, so, hey, kannst du mir ein Namensschild machen? Ich brauch das zum Multi-Beweisen. Schreib mal Toxic aufs Schild, mein Lieber. Ja, schreib mal Toxic drauf, so. Also, ich weiß nicht, ich würde da ausgelacht werden, ich weiß nicht, was ihr so für Leute habt. Also, der denkt sich dann halt, moin, jetzt habe ich ein nices Schild, jetzt kann ich im BO2 101 ein bisschen reinhacken, hab trotzdem keine Gameplays, aber passt eigentlich so. Ja, kompletter Hurensohn, rafft gar nichts und weiter geht's zum nächsten. Das ist ein ganz quicker, kennt kein Mensch, wenn nix. Ja, ich kenn auch nicht. Ist ein Armageddon-Hurensohn, keine Gameplays, Kampftraining, labert, der hat Septa-Nukleas, ganz ehrlich mal, ich hab nicht mal eine Septa-Nuklear und ich hab schon Hexa-Nukleas in Herrschaft. Ich weiß nicht, wie das jemand hinkriegen will. Und dann im 101 hat er auch gegen Yonix irgendwie mit Messer und der hat SKH gespielt, hast du noch 40-0 oder so, ne? Ja, ja, 40-50. Ja, er hat 60. Auf jeden Fall Waffen zur Verfügung. Und da hat er dann den ein oder anderen Schuss schon getroffen, aber war nicht viel drin für den, ne? So, jetzt ein Spezialfall für dich, den kennst du nämlich, hast du mir vorher gerade von ihm erzählt. Beats. Spezialfall. Ja. Beats. Ja, Beats ist so einer. Ihr seht auch hier nochmal eingeblendet von denen immer Sachen, ne? Mhm. Und Beats ist so ein 30-jähriger Sack, der im Internet krass Arme. Ganz widerlich, glaube ich. Sieht man da auch nochmal seine Plattenbausiedlung in der Ruhe. Auf jeden Fall. Ich weiß, wo er wohnt. Das ist doch eine Story auch zu dem. Eigentlich wollten wir uns treffen an Silvester. Also ich war da, er war nicht da, ich weiß nicht. Also Beats, wenn du das gerade hörst. Bin ich komm doch einfach mal, eine Kombo, du liegst. Ja. Also. Ah ja, und schöne Ausbildung. Der Typ, der hat seinen Chef beklaut, gell? Ach du Scheiße, ich nicht, oder? Leute, gell? Also, nein. Der hat mir er nicht. Sachen erzählt. Ach du Scheiße. Hat seinen Chef beklaut und, dann, und jetzt ist er gefeuert worden und ja, dann. Klar. Jetzt sucht er wieder was. Ja, ja. Auf der welchen, nach in welchem Genre so? Ja, ja. Der macht eine Ausbildung als. Maler. Ach, hör mir auf. Irgendwie sowas. Ach, hör mir auf. Auf jeden Fall kann er gut malen, glaube ich. Okay, ja. Also kompletter Vollspaß anscheinend. Auf jeden Fall. Weiß nicht, was bei dem abgeht. So, den nächsten will dann wieder ich übernehmen. SK Ska. Hurensohn. Hurensohn? er ist auf jeden Fall ein Hacker-Spasti, hat irgendwie kein Geld für ein Mikro jetzt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist seine Mutter auch nach der ein oder anderen Spritze süchtig. Ja, und seine Mutter hat ihn halt mal, die lebt jetzt leider nicht mehr. Die hat ihm früher immer auch sehr seine Mikros finanziert, seitdem sie nicht mehr da ist, halt. Ja, geht es mit dem Mikro nicht mehr, aber ich hab jetzt erfahren über Wikipedia-Artikel und so, wie seine Mutter gestorben ist. Und zwar gab es da mal einen Hund im alkanischen Gebirge, der hieß Charlies. Charlies. Kommen wir später auch noch. Ja, und der hat einfach seine Mutter gegessen. Ja, auf jeden Fall wurde einfach die Mutter gegessen. Ja, so kann's jeden von euch treffen, wirklich, wenn ihr mal da also, unterwegs seid und ein Hund kommt und nicht auffrisst, ne? Steht dann der Skell um die Vielleicht Ecke. Seid ihr der Nächste. Also, nächster Punch. Konntest dich wohl auch keinen eigenen Namen ausdenken, so. Also, es gab ja schon mal einen Punch und der dachte sich dann einfach, ja komm, nehmen wir die Hälfte von Namen und ja, können wir uns wohl. Ich glaube, der heißt auch Punch, weil er in der Schule immer gepuncht wird, so. Morsch. Könnte ein Grund sein. Es ist nicht nur ein Grund, das ist der Grund. Er hat absolut keine Gameplays, invited den ganzen Tag wahrscheinlich in Multiteam, hat vielleicht eine Triple oder so. Ja, also auf jeden Fall zu dem gibt es nicht viel zu sagen, das ist ein kompletter Vollidiot. Dann so, dann der nächste ist Exery. Keine Ahnung, wer das ist. Einmal habe ich hier doch, da habe ich auch noch eine lustige Geschichte zu. Die kennen viel über mich, ich nicht über die. War mal mit denen auf TS, hab die gleichzeitig abgefuckt. Die haben nichts gerafft. Die dachten sich, fuck, ist der hier im Channel? Wussten sie anscheinend nicht. Haben sie auf jeden Fall so eine gefühlte halbe Stunde über mich diskutiert, woher mein Name kommt und ja. So auf jeden Fall, als er 2 Jahre alt war, ist eher was nicht so cooles passiert.
Da hat der an einer Cola-Dose genuckelt, die hat er dann leider verschluckt. Und hat sich dann auch den Bauch aufgeschlitzt und ist dann, hat das Ganze hat dann in der Notaufnahme geendet und jetzt hat er halt eben ein großes Loch im Bauch. Wir haben seine ganz vergessen, das wieder zuzulehnen. Aber über sowas lacht man halt echt gar nicht. Ja. Also er hat eigentlich immer noch ein Loch im Bauch. Ja, der nächste ist Chaudhry, der ist ein wirklicher also wirklich, wenn ich einen Hurensohn kenne, dann ist das der. Allein auf den Namen zu kommen, muss man ja irgendwie schon geistig gestört sein. Feiert sich dann auf seine Sniper-101s. Er hat vorher gesagt, ich soll Ballista ansprechen. Was für Ballista, Junge? Ich geb dir gleich mal den Ballista. So, also er gönnt sich anscheinend Ballistus den ganzen Tag. Ist wahrscheinlich eine richtig dicke Sau von seinem Ballistus. Und wird halt dann von dem ein oder anderen Dirk im 101 einmal rübergefahren, bin ich da über den. Robert meint dann, nichts aufs Profil zu schreiben, weil hat ja anscheinend nicht verloren. Ja, auf jeden Fall, wenn du das siehst, so, Digga, schreib dir doch einfach mal noch ein Loose drauf, so. Wäre eigentlich ganz korrekt, so. Wäre angebracht, wie ich brauche. Und dann kannst du auch direkt wieder die Spawns eigentlich so auswendig lernen. Kannst du dich hinstellen und den Scheiß durchbringen, oder? Ja. Der ja. Next ist Lexodime. Keine Ahnung, wer das sein soll. Hat mir gerade irgendeiner auf TS zugeworfen im Begriff. Irgendwas mit Diamanten oder so, habe ich auch gehört. Nee. Kann man das essen? Ist so eine gute Frage, was man sich bei so Sachen immer denkt. Ist es eine besondere Lachsart oder? Ist es ein Lachs? Ist es ein Lachs, ein Nacken oder? Also auf jeden Fall hat er auch. Ich würde schon sagen, der ist so mit Danix auf gleichem Level in Nukleas kassieren, bloß dass der das Ganze halt schon so ein oder zwei Jährchen macht. Er ist da wirklich schon Profi drin geworden. Er wehrt sich gar nicht mehr gegen die Gegner. Und ja, ich habe mir auch schon die ein oder andere reingeböllert in sein Maul und er feiert sich da, glaube ich, drauf. Er findet das ganz chillig. Und was anderes, was auch noch chillig ist, dass er mit der wirklich geilen Ho Charlize dann manchmal auf TS mit Exory auch chillt. Meinst du, gönnt sich da ziemlich. Genau, die Charlize Vogel, die sich auch manchmal hier Beine abbeißt anscheinend. Und ist wirklich ein absolutes COD-Biest. Also wenn ihr noch kein Gameplay von ihm... Ach fuck, der hat ja keine Gameplays, stimmt, hast recht. So, das war's dann für diese Episode. Hurensohne werden komplett zerstört und haben kein Leben mehr nach dem Video. So, warte, den wir nicht erwähnt haben. Ja, auf jeden Fall. Die Hälfte von dieser Liste, die kennen wir ja jetzt schon nicht. Aber Leute... Ist so, also Jungs, wirklich, meldet euch, wenn ihr... Doppelt. Meldet euch, wenn ihr wirklich nicht erwähnt wurdet. Das war jetzt erstmal die erste Episode. Das war jetzt, ich nenne ihn, denke ich, so Multi-NNs oder Vollidioten, die in Herrschaft die Unwesen treiben. Und ja, es werden noch weitere kommen. Zum Beispiel kennt man ein bisschen, sind komplette Hurensöhne, raffen null. Und ja, vielleicht kommt auch ein Ausländer-Special. Und es wird vielleicht auch mal ein Diss-Track kommen. Wissen wir noch nicht genau. Und wird ein 16er aufgenommen. Ein 16er. Also ich denke auch, die können damit dieser... wie was so machen, so dass sie auch ein bisschen so ins Video mit reinkommt dann. Ja, und dann gibt es da noch ein Bewerbungsformular, falls ihr auch erwähnt, also ja, ich packe euch ein Bewerbungsformular ein, wo ihr dann einfach könnt ihr euch bewerben. Schreiben könnt ihr was über euer Leben sagen so und was ihr in dem Video hören wollt. Besonders sind auch, ihr müsst auch die Gameliste zuschreiben, gell? Ihr müsst auch die Gameliste zuschreiben und das ist wichtig. Ihr könnt auch andere vorschlagen, ist logisch. Ja, und dann würde ich mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Episode. Vollpfosten werden komplett zerstört und ciao. Ciao.